Hey Leute, in dem heutigen Video wollen wir uns 10 kuriose Todesfälle anschauen. Dabei gibt es sowohl historische als auch aktuelle Todesursachen, die außergewöhnlicher nicht sein könnten. Wenn euch das Video gefällt, lasst mir doch gerne eine positive Bewertung da. Viele von euch werden den Entfesselungskünstler Harry Houdini kennen, geboren am 24. März 1874 in Budapest und gestorben am 31. Oktober 1926, war er ein Mann mit vielen Talenten. Eines seiner Kunststücke basierte auf der Behauptung, alle Faustschläge, die seinen Magen treffen, ohne Mühe wegstecken zu können. So kam es, dass er 9 Tage vor seinem Tod auf sein Verlangen hin von dem Studenten Choiselin Gordon Whitehead in den Bauch geschlagen wurde. Die Bauchschmerzen, die er währenddessen hatte, wollte er ignorieren. Durch den Schlag verschlimmerte sich jedoch sein Zustand und einige Tage später starb er an einem Blinddarmdurchbruch mit einer Bauchfellentzündung. Was für ein undankbares Ende. Im selben Jahr gab es einen weiteren kuriosen Tod, denn der 16-jährige Philip McLean starb in Queensland durch einen Kasua und ist hiermit der einzige dokumentierte Mensch, der jemals aufgrund dieses Tieres starb. Der Vogel soll auf dem Grundstück der Familie verweilt haben, was den Jungen dazu veranlasste, den Vogel zu jagen. Dieser rannte ihn jedoch zu Boden und trat auf ihn ein, wobei die Krallen die Halsschlagader des Jungen aufrissen. Voller Panik rannte dieser daraufhin weg und kollabierte aufgrund seines Blutverlustes. 1923 starb George Herbert nach der Öffnung der Grabstätte des Pharao Tutanchamuns. 4 Monate später wurde dieser nämlich von einem Moskito in die Wange gestochen, wobei er beim Rasieren den Stich entzündete und daraufhin eine Blutvergiftung auslöste, die wiederum in einer Lungenentzündung resultierte und schlussendlich zum Tod führte. Gerüchten zufolge soll es sich dabei um den Fluch des Pharao gehandelt haben. Ein Fall, welcher bis heute nicht gelöst ist, ist die 1518 aufgetretene Tanzwut in Straßburg, wobei eine Frau angefangen hat, unkontrolliert zu tanzen. Im Laufe der Zeit kamen 400 Menschen dazu, die alle anfingen zu tanzen. Bei vielen dieser Menschen kam es zu Hitzeschlägen und Erschöpfungen und damit auch der Tod. Bis heute ist nicht bekannt, wie es zu diesem unkontrollierten Wahn kam. Ein weiterer kurioser Fall ist der des Philosophen Chrysippos von Soloi, der an einem Lachanfall gestorben sein soll. Er trug einem Sklaven auf, seinem Esel, der gerade Feigen aß, etwas Wein zum Hinunterspülen zu geben. Dies fand er so lustig, dass er sich mehr oder weniger totlachte. Auch bereits 455 vor Christus kam es zu einer Tragödie. Der Tragödiendichter Aeschylus wurde angeblich von einer Schildkröte erschlagen. Dies passierte, weil ein Greifvogel die Schildkröte fallen ließ, um den Panzer der Echse an einem Felsen aufzubrechen. Da er den Kopf des Dichters mit dem Felsen verwechselte, diente sein Kopf als Ziel dafür. Wieder zurück in der Zeit bleiben die Unfälle genauso ungewöhnlich. 1983 starb der US-amerikanische Schriftsteller Tennessee Williams im Hotel Élysée in New York City. Er benutzte dabei seine Augentropfen und während er sich zurücklehnte, hielt er die Verschlusskappe der Verpackung in seinem Mund fest. Diese rutschte ihm in seinen Hals und er erstickte. 3 Jahre später, also 1986, starben 1700 Menschen am Nyos-See in Kamerun. Dieser setzte ruckartig 1,6 Millionen Tonnen Kohlenstoffdioxid frei, was in Fachkreisen als limnische Eruption betitelt wird. Das CO2 wanderte in die naheliegenden Täler und tötete dabei tausende Menschen und Tiere. Die Ursache ist bis heute ungeklärt. Der österreichische Mathematiker Kurt Gödel war zwar auf seinem Gebiet ein Genie, aber was die Nahrungszubereitung angeht, nicht gerade gebildet. Seine Frau musste 1978 aufgrund eines Schlaganfalls ins Krankenhaus. Da Gödel sehr paranoid war, verweigerte er alle Speisen, die nicht von seiner Frau kamen, und starb deswegen. Und zuletzt noch etwas für die Verschwörungstheoretiker da draußen. 1938 wurde Ödön von Horvátz, ein deutsch-ungarischer Schriftsteller, von einem Wahrsager gewarnt, dass bald ein bedeutendes Ereignis in seinem Leben passieren wird. Aufgrund der Wahrsage vermied dieser von nun an alle Fahrstühle. An seinem Todestag traf er sich mit einem anderen Regisseur, der ihm anbot, ihn nach dem Treffen mit dem Auto ins Hotel zu fahren. Horvátz lehnte ab und wurde auf dem Weg nach Hause von einem Ast erschlagen. Was meint ihr zu den Fällen? Es ist schon erstaunlich, wie viel Pech manche Menschen haben können und wie tragisch es dann ausgeht. Wenn euch das Video gefallen hat, bewertet es gerne positiv. In der Videobeschreibung findet ihr weitere nützliche Links, wie mein Facebook, Instagram und Twitter. Dort könnt ihr auch vorbeischauen.
Ansonsten bis zum nächsten Video und bleib vorsichtig.